Checkpoint erreicht, ne? Immerhin. Ungläubiger, hier wirst du sterben. Und ich wollte gerade sagen, ist relativ ereignislos unser Ritt diesmal. Messer werfen ist toll, habe ich doch gesagt. Ich habe jetzt nur gerade wieder keine. Nur Leitern runterrutschen ist irgendwie nicht so mein Ding. Na komm, nimm das. 155 Meter da vorne das Ding? Nee, oder? Oder doch? Knack, Beine gebrochen. Apropos Beine brechen, ne? Langsam werden die Cut-Sequences etwas brutaler. Noch brutaler. Wobei, was ist jetzt... Naja, muss man mal überlegen. Jemanden einfach so erstechen und immer wieder darauf einstechen oder jemanden quasi die Beine brechen, bevor man ihn in die Verrücktheit abführt. Muss man mal gucken, was davon grausamer ist. Schattet ihn! Lasst ihn nicht entkommen! Das kostet dich den Kopf! Komm hierher zurück! Komm, steig ab, das Pferd kann dafür nichts. Das müssten jetzt die Türken sein hier, oder? Ja. Ich hol mir deinen Kopf. Dabei bin ich viel lieber gegen Franzosen. Was war das denn? Sind aus dem Nichts gekommen. Bleibt stehen! Ihr könnt nicht entkommen! Aua! Spawnt hier einfach so eine verdammte türkische Patrouille! Hier nur mit so einem Messer. Das war ein super Screenshot. Das nicht. Was ist denn hier? Ich wollte schon sagen. Du gibst auf, ja? Schön für dich. Na komm. Komm, 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 komm. So, will noch irgendwer was? Nein? Gut, dann kann ich jetzt endlich den Turm aktivieren. Krass, ey, der letzte Hauptmord ist schon fast wieder eine Folge her, glaube ich. Was, fast zwei? Wie die Zeit doch vergeht, wenn man nichts tut. Mist, ich muss jetzt auch direkt unter dem Ding hier ankommen. Einen Aussichtspunkt haben wir noch auf dem Weg nach Jerusalem. Kern. Weißt du, wie am Ende vom Django Unchained, einmal im Kreis reiten und weiter geht's.
ich galoppiere hier nur ganz, ganz unbeholfen durch. Ne? Ihr braucht mich nicht angreifen. I'm just a passenger. Johonori Bonanza. Was? Was? Da springst du nicht runter, Pferd? Ach, du bist aber auch. Penner Pferd. Ich ziehe es vor, in der Nähe des Ziels abzusteigen. Na komm, rein da! Okay, so viel dazu. Nein, 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 nein. Die werfen doch gleich wieder mit Steinen. Die werfen gleich wieder mit Steinen und dann. Oh, okay, Pfeile. Pfeile sind in Ordnung. Steine sind böse. Wieso kann ich keine Messer werfen? Das ist mir auch noch nie passiert. So, ich glaube, jetzt müssten die weg sein, die mich sehen. Und ich habe keinerlei ein Zeichen für einen Mord hinterlassen. Gut, haufenweise Zeugen, aber im Prinzip sind sie alle nur von ihrem Turm gefallen. Schießen sie mich einfach beim Synchronisieren runter, das ist neu. Diese Dreistigkeit. Aber gut, so eine Sachen habe ich damals auch nie ausprobiert. Nein! Können. Weil ich früher immer einfach alle ausgeschaltet habe. Durch langsame Bewegung. Ja, Zeit lassen und die Leute meinen, ich soll mich mal ein bisschen beeilen, das ist immer so eine Sache. Guck mal, so hätte das aussehen müssen. Jetzt etwas langsamer. Sicher wird jemand. Tötet ihn ist nicht so gut. Haltet ihn ist besser, aber mittlerweile auch zu spät. Gut, dann halt. Ach, jetzt auch noch der. Voila! Come on! Bin ich jetzt schon wieder getötet? Nein. Ich bin nur kurz davor zu sterben. Wahrscheinlich werde ich ihn töten und dann von einem Pfeil getötet werden. So, jetzt ist mir das aber gerade alles ein bisschen zu bunt. Ich will doch nur nach Jerusalem aus dem Weg, Leute.
Das ist gerade überhaupt nicht Credo-konform, ich weiß. Konform? Naja, egal. Wo lang? Da. Wäre mal eine Herausforderung, muss jetzt aber gerade nicht sein. Wenn er mich fragt. Ich könnte die Hälfte ausschalten, indem ich durchreite. Nicht zu doll machen, sonst kommt gleich wieder eine Wand. Ey, der reitet zu schnell. Mach den Messer. Achso, nur eine Frau. Ich dachte, was ist das denn für ein Priester? Nun denn, mich durch dort vorne ist das Tor nach Jerusalem. Und da sind zwei Wachen, die nerven. Nicht mehr. Kriegt mich doch, kriegt mich doch. Die 50 Meter, Edgy Badge. Tschüss. Benutzen Sie Konterangriffe, wenn Sie es mit mehreren Gegnern zu tun haben, um einen Vorteil zu gewinnen. Du meinst... Ja! Aha. Könnt ihr irgendwie auch mit dem Messer angreifen? Nee. Guck mal, ich habe Wurfmesser. Yay. Yeah.